Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grundlagen in LOL. Letztes Mal haben wir uns mit den normalen Schaden und dem AD-Scalings beschäftigt und heute beschäftigen wir uns mit dem Auto-Attacks. Prinzipiell gilt es zu sagen, dass jeder Champion Auto-Attacks setzen kann, zum Beispiel auch als Mage in der Mitte zwischen seinen Spells oder auch als Supporter. Gerade im Early Game kann das euren Schaden bei Trades immens erhöhen. Nehmen wir hier als Beispiel einen Jenna, die während eines Trades 3 Auto-Attacks auf den gegnerischen AD-Carry macht. Das wäre bei 61 AD insgesamt 183 Schaden. Jetzt mit ungefähr 30 Armor verrechnet, kommen wir hier auf 140 Schaden allein durch die Auto-Attacks des Supports. Jedoch, wenn wir über Auto-Attacks reden, kommen wir nicht umhin, die Champions zu behandeln, deren Hauptaufgabe es ist, Auto-Attacks zu machen, den AD-Carries. Deren Ziel es ist, möglichst viele und starke Auto-Attacks auf die Gegner abzufeuern. Jedoch, um das zu erreichen, braucht man eine Vielzahl von Werten. Dazu brauchen wir zum einen offensichtlich AD. Die meisten Auto-Attacks haben eine 100%ige zusätzliche AD-Verwertung. Das heißt, ihr kauft 40 AD und eure Auto-Attacks machen 40 Schaden mehr. Dabei gibt es natürlich einige Ausnahmen, wie zum Beispiel Jhin, der nicht nur über AD AD erhält, sondern auch über Attack-Speed, Crit und Level AD erhält. Oder zum Beispiel Graves, dessen Auto-Attack-Schaden mit Level und auch der Anzahl der getroffenen Kugeln skaliert. Der nächste Wert, den wir für bessere Auto-Attacks brauchen, ist Attack Speed. Dieser verstärkt die Auto-Attacks an sich nicht, auch natürlich bei Jhin, aber sorgt dafür, dass die Cooldown zwischen euren Auto-Attacks verkürzt wirkt. Euer Attack Speed Wert berechnet sich im Gegensatz zum AD-Wert immer vom Grund-Attack Speed. Das bedeutet, dass Attack Speed Items kaufen für einige Champions besser ist als für andere Champions. Beispiel hier: Teemo hat ein Grund-Attack Speed von 0,69. Und Mordekaiser ist ein Grund-Attack-Speed von 0,6. Beide kaufen jetzt 40% Attack-Speed. Teemo kriegt aus dem 40% Attack-Speed satte 0,276 Attack-Speed raus und Mordekaiser davon nur 0,24 Attack-Speed. Doch was bedeutet nun zum Beispiel ein Attack-Speed-Wert von 1,2? Nun ja, das bedeutet, dass ihr 1,2 Auto-Attacks pro Sekunde macht. Toll. Damit kann man jetzt nicht viel anfangen. Die meisten wollen natürlich wissen, wie groß die Cooldown zwischen euren Auto-Attacks ist. Dazu ein kleines Rechenbeispiel. Ihr seid nun ein Champ mit 1,2 Attack Speed und ihr müsst 3 Auto-Attacks an den Mann bringen, um einen Bonus-Effekt zu bekommen. Davon gibt es ja nicht so viele Champions. Die Frage ist natürlich, wie lange ihr dafür braucht. Nun ja, der Attack Speed gibt an, dass ihr 1,2 Auto-Attacks pro Sekunde macht. Das heißt, dreht ihr das nun rum, also 1 geteilt durch 1,2 Attack Speed, bekommt ihr nun die Zeit raus, wie lang die CD auf eurem Auto-Attack ist. In diesem Fall 0,83 Sekunden. Das bedeutet also, ihr rechnet 0,83 Sekunden mal 3 und kommt da auf 2,5 Sekunden. Das bedeutet, mit 1,2 Attack Speed braucht ihr 2,5 Sekunden, um eure 3 Auto-Attacks abzufeuern. Gute Spieler nutzen die CD zwischen den Auto-Attacks, um ihre Position zum Ziel zu ändern. Das sogenannte Kiting. Dieser ausgerechnete Wert ist jedoch ein Optimalwert und wird im normalen Spiel leider nicht erreicht werden, da alle Champions über einen gewissen Auto-Attack-Delay verfügen. Das bedeutet also, alle Champions haben eine gewisse Auto-Attack-Animation. Bei AD-Carries sind die relativ smooth, das heißt, man merkt sie nicht so, aber es gibt einige Champions, deren Auto-Attack-Animation wirklich extrem clunky ist, die dann eine Pirouette-Feuer drehen oder gucken, wie spät es noch ist, um Auto-Attacks zu machen. Ach ja, noch zu erwähnen sei, dass Attack-Speed bei 2,5 hart gekappt ist. Also mehr als 2,5 Attack-Speed geht nicht. Und das gilt für alle Champions. Der nächste Wert, den wir für bessere Auto-Attacks brauchen, ist die Crit-Chance. Wenn ein Auto-Attack crittet, macht er 200% des Gesamt-AD-Schadens. Das ist schon ziemlich viel und mit Infinity Edge das 2,5-fache des Gesamt-AD-Schadens. Bei Crit-Chance gilt die Devise, viel hilft viel. Das bedeutet also, Crit-Chance lohnt sich erst bei hohem Wert. Wenn ihr zum Beispiel 70% Crit-Chance habt, ist es natürlich wesentlich besser als 20% Crit-Chance, da ihr euch darauf verlassen könnt, dass, wenn ihr kämpft, auch mal ein oder zwei Auto-Attacks critten können. Das ist natürlich auch einer der Gründe, warum crit-lastige AD-Carries erst im späteren Spielverlauf zu ihrer vollen Effektivität kommen, da erst im späteren Spielverlauf so hohe Crit-Chance-Werte erreicht werden. Der nächste Punkt für bessere Auto-Attacks sind On-It-Effekte.
Onnit-Effekte sind besonders gut auf Champions, die viel Attack-Speed haben oder sehr viel Attack-Speed bauen. Also nix für Jhin oder Graves. Eher sowas für Champions wie Kog'Maw oder Twitch, die auch mit Hurricane die Onnit-Effekte auch noch besser verteilen. Und dann noch ein Punkt ist die Rüstungsverstrebung, die ebenfalls eure Auto-Attacks verstärkt. Entweder durch Lost Whisper oder halt durch Lethality. Da Auto-Attacks ja normaler Schaden sind. Und wenn die noch viel Rüstung kaufen, lohnt es sich natürlich, dass diese Auto-Attacks diese Rüstung auch durchdringen. Ausnahmen hierbei gibt es natürlich auch einige, wie zum Beispiel Corki, dessen Auto-Attacks halb normal, halb magisch sind, wodurch seine Auto-Attacks auch durch Magiedurchdringung mehr Schaden machen. So, haben wir denn alles zusammen, womit unsere Auto-Attacks stark werden? Nehmen wir nun zum Schluss eine kleine Rechnung vor. Anhand des AD-Carries mit der höchsten Winrate zurzeit, das ist Twitch. Dieser baut nämlich gerne Biotrk und Hurricane, und da berechnen wir jetzt nun mal den Schaden. Also, Biotrk und Hurricane sind circa in Minute 20 fertig. Das bedeutet, unser Twitch ist so ungefähr Level 11. Das heißt, er besitzt mit diesem Items 116 AD, 1,32 Attack Speed und 30% Crit Chance. Nun wollen wir den DPS von diesem Champion ausrechnen. Dieser rechnet sich wie folgt: Ihr nehmt den AD-Wert mal, Klammer auf, 1 plus die Crit Chance, also 30%. Damit nehmen wir ungefähr den Durchschnittswert. Das heißt, wir wissen natürlich nicht, er kann natürlich alle critten bei 30% oder natürlich keinen critten, das ist halt eine Chance. Und deswegen nehmen wir ungefähr den Durchschnitt, also 1,3. Plus den On-Hit-Schaden. Das wären hier 15 normalen Schaden vom Hurricane. Und wir nehmen hier, da wir nicht wissen, welcher Champion angreift, einfach den Minimalschaden vom BOTRK. Das wären 15. Also insgesamt plus 30. Mal den Attack-Speed. Und kommen hiermit auf 240 DPS. Jedoch besitzt Twitch auch Fähigkeiten. Er kommt nämlich mit der Q an und drückt dann seine Ultimate. Durch seine Q erhält er nochmal extra 40% Attack Speed und durch seine Ultimate 30 AD. Jeweils beide halten 5 Sekunden. Das bedeutet also, wie viel Auto-Attacks bekommt er in 5 Sekunden raus? Wir rechnen einfach Attack Speed mal 5, kommen hier auf 7,9. Das bedeutet also, er bekommt leider nur 7 Auto-Attacks raus. Wir rechnen also jetzt den erhöhten AD-Wert, also 146. Mal 1,3, also der Crit-Wert, plus 30, der On-Hit-Schaden, mal die 7 Auto-Attacks und kommen hier auf 1544 Schaden. Plus natürlich noch der Schaden der Passive, also nochmal 144 True Damage obendrauf auf das Ziel. So, das war's mit dem Beispiel zur Berechnung von Auto-Attack-Schaden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr wart ein tolles Publikum. Bis zum nächsten Mal. Ciao.